Hallo, liebe Deutschlerner, wie geht es dir? Ist alles gut? Ist alles klar? Ist alles in Butter? Nun, das ist die Redewendung für heute. Alles in Butter. Was bedeutet alles ist in Butter? Ja? Alles in Butter. Das bedeutet, dass alles in Ordnung ist, alles ist toll, alles ist gut, alles in Butter. Warum sagen wir das? Nun, Butter ist eines der teuersten Fette und es ist ein gutes Fett. Und deswegen sagen wir alles in Butter, wenn alles in Ordnung ist. Ja? Denn ja, wir wollen nicht unbedingt mit schlechten Fetten kochen. Ja? Wir wollen nicht mit billigen Fetten kochen, sondern wir wollen mit Butter kochen. Ja? In der deutschen Küche wird Butter häufig benutzt. Und wir sagen, alles in Butter, wenn alles in Ordnung ist. Vielleicht sagt das mehr über die deutsche Küche aus als über die deutsche Sprache. Aber das ist eben die Redewendung. Alles in Butter bedeutet, alles ist gut, alles ist toll. Ja? Und wie gesagt, es sagt auch viel aus über die deutsche Küche, ja, die manchmal sehr, sehr fettig ist, aber trotzdem auch lecker. Okay, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss, alles in Butter.